Ja, wir wollen mal gucken, inwieweit wir das sozusagen beides so ein bisschen zusammenbekommen, Theorie und Praxis. Wir haben ja schon den halben Tag viel diskutiert, viel dazu gehört, was ziviler Ungehorsam so ist, was es damit auf sich hat. Der Titel von diesem Panel lautet ja Ziviler Ungehorsam, demokratisches Korrektiv oder radikales Transformationsprojekt. Und für dieses Panel sitze ich jetzt hier mit zum einen mit auf meiner linken Seite Thomas Seibert, der heute auch schon einen Vortrag gehalten hat. Einige von euch haben es vielleicht schon gehört. Aktivist und Philosoph. Daneben Matthew Kearney aus Wisconsin, von der University of Wisconsin, promoviert zu zivilem Ungehorsam dort. Und zu meiner rechten Seite Ringo Bischoff, der Bundesjugendsekretär von Verdi. Mit den dreien werde ich mal ein bisschen diskutieren und hoffentlich auch mit euch. Also wir wollen euch auf jeden Fall nach einer kleinen Runde mit in die Diskussion holen. Wir haben heute Morgen in der Keynote von Alex Simirovic ja schon ziemlich gut umrissen bekommen, so eine Definition von zivilem Ungehorsam. Er hat uns da sehr plastisch sozusagen nochmal gezeigt, so eine, wenn man das so will, klassische Variante von zivilem Ungehorsam. Da ist der Name John Rawls gefallen. Er hat auch dann sozusagen eine der wirklich meist benutzten Definitionen von zivilem Ungehorsam da nochmal aufgegriffen, nämlich, dass ziviler Ungehorsam sich in einer öffentlichen, gewaltlosen, gewissensbestimmten, aber gesetzwidrigen Handlung äußert, die gewöhnlich eine Änderung der Gesetze oder der Regierungspolitik herbeiführen soll. Und wir haben auch gehört, dass dem Verständnis nach dazu gehört, dass eben die Rechtsordnung intakt bleiben muss, dass daraus folgend der Regelverletzer, die Regelverletzerin eben auch für ihr Tun oder sein Tun einzustehen habe und dass sich dieser Ungehorsam aus anerkannten verfassungslegitimierenden Grundsätzen zu speisen habe. Das wollen wir im Folgenden ein bisschen diskutieren und wie gesagt, diskutiert wurde heute ja auch schon. Es ging zum Beispiel um die Frage von Konflikt und Konsens. Es ging aber auch um das Spannungsverhältnis von konstituierender Macht und konstituierter Macht. Gerade darüber haben wir zumindest die dem gelauscht haben, in dem Vortrag von Thomas Seibert einiges gehört. Bisher stellte sich eigentlich gar nicht so wirklich, zumindest war das mein Eindruck, gar nicht so wirklich die Frage, ob man der Meinung ist, dass ziviler Ungehorsam wirklich ein demokratisches Korrektiv sein sollte. Obwohl, also das wirkt jetzt zumindest auf mich nicht so, als hätten wir hier glühende Anhänger dieser Variante. Gleichwohl, dass doch durchaus auch aktuell mit denen, mit denen wir, wenn ich das mal so sagen darf, zivilen Ungehorsam praktizieren, dafür einige durchaus eine sehr große Rolle spielt. Also zum Beispiel, wenn man sich, gut, das ist 3 Jahre alt, das Papier, aber nach wie vor wohl gültig, das Positionspapier des Aktionsnetzwerks Jena anguckt, da findet man genau diese Habermas-Sicht sozusagen von zivilem Ungehorsam. Also es ist jetzt nicht so, auch wenn das vielleicht ein bisschen anklang, dass das irgendwie gar nicht mehr up to date wäre oder so. Die nicht bei Thomas waren, waren vielleicht bei Matt, bei dem Teach-In zu der Parlamentsbesetzung in Wisconsin. Und ihm möchte ich auch gleich die erste Frage stellen. Nämlich, wir haben darüber geredet, wie wir das so verstehen, zivilen Ungehorsam, was für eine Sichtweise wir da haben. Aber vielleicht gibt es da ja auch noch andere Sichtweisen und vor allem würde mich interessieren, wie eben dieser Begriff ziviler Ungehorsam, welche Rolle der in den USA spielt, wie der sozusagen diskutiert wird und worauf er sich sozusagen begründet in so einem amerikanischen Diskurs. Das wäre meine erste Frage an dich. Okay. In the United States, civil disobedience
is an old term, not a new term. It's something that has been in discourse, at least intellectual discourse, and to some degree, practical political discourse, in one form or another, since at least the 1850s, when someone named Henry David Thoreau wrote an essay about civil disobedience in which he argued that non-participation with a corrupt political system was an appropriate response. If a system was fundamentally corrupt and you as an individual, this is, I'm channeling Thoreau here, you as an individual object to it or some aspect of it or it in its entirety, and by the way, that's an important distinction that maybe we can come back to, that you should stand outside of it and refuse to participate in it. And the moral force of doing that will move the system in your direction. He was an individualist, not a collectivist, but there are things that, and he was an idealist as well, not a materialist, but there are things that Americans have learned from Thoreau and that subsequent social movements in the United States and other places as well draw on from Thoreau, even if they don't accept the foundation, those particular theoretical foundations. So they can use this concept of non-participation, of standing outside, but they can do it in ways that creatively draw attention to the injustices that they are experiencing. And I could give some examples, but to stay with the theory for a minute, to come back to the distinction I mentioned between, thank you, standing outside of a political system that you think is partly corrupt and standing outside of a political system that you think is wholly corrupt. If you can point to a few things about it that you think are wrong, then you have a democratic corrective goal that you're trying to accomplish. Suppose there's a particular bill you want to defeat or a particular form of organization that you want to establish or some sort of particular form of discrimination against a minority, ethnic, gender, or sexuality or some other form of minority that you want to correct. You're not transforming the entire system, you're correcting the system. Or, other side of the distinction, perhaps your goals are broader, and you think there's something fundamental in the system that must be changed. Suppose you object to capitalism at its core, and you want a socialist, communist, or something where the means of production are completely differently organized. Or, to go back in time, if you live in feudal times and you object to the form of feudal privilege that governed the world at the time and you want to move to something that's quite different, then you're interested in using protest as a revolutionary transformation. So one perspective on civil disobedience is that it's a method of activity that doesn't necessarily say something about the goal. The goal could be small, or the goal could be big. But it's a method, just like in scientific investigation, there's different methods that you can use to study things, and you can use them to study different questions. So representative sampling to understand what's happening in a population is a method, and you can use it for question A or question B, and questions A and B can be quite different. Civil disobedience can be used for revolutionary transformation, to try to further the goal, that is. Or perhaps it can also be used for relatively more modest goals of democratic corrective. And when I call them relatively more modest, I don't mean to say that they don't matter. I don't mean to say they're not important. Merely that the scale of them and the kind of world historic sense of them is of a different status from fundamentally changing the system. So perhaps those are some initial thoughts, and we can build on them as we go along. Ja, da kann man eigentlich oder möchte ich auch direkt dran anschließen an diese beiden Punkten, die wir jetzt gerade schon mal angerissen haben. Aber vielleicht nochmal Thomas Seibert dazu. Dieser Begriff radikales Transformationsprojekt im Zusammenhang mit zivilen Ungehorsam, kannst du das nochmal kurz erläutern, wie man das denn verstehen kann? Hier in der Fragestellung ist das ja über ein Oder verbunden. Und ich würde sagen, was im Moment, und zwar eingedenk auch dessen, was der Alex heute Morgen vorgebracht hat, würde sagen, wir sind im Moment dabei, dass man das so formulieren könnte in der Form von vom demokratischen Korrektiv zum
Und jetzt würde ich noch präziser sagen, Bedingung eines radikalen Transformationsprojekts, weil der zivile Ungehorsam ist nicht selbst das Transformationsprojekt, sondern es ist die Bedingung eines radikalen Transformationsprojekts. Diese Verschiebung der Bedeutung, glaube ich, im Moment ist es so, dass wir da auf zwei Ebenen ist das so. Einmal sind wir selber der Ort hier. Es ist im Rahmen der Reflexion von Aktivistinnen und Aktivisten auf das, was sie tun. Nach den Erfahrungen auch, sagen wir mal, sofern wir sie hier gemacht haben, Heiligendamm, Schottern und so weiter, gibt es diese Fragestellung. Und es wird dieser Begriff dafür verwendet, zivilen Ungehorsam zu verstehen, tatsächlich in der Tendenz als Bedingung eines radikalen Transformationsprojekts. Und das, Alex hat jetzt heute Morgen noch mal stark gemacht, es ist aber nur ein demokratisches Korrektiv. Da hat er sich bezogen, zu Recht, auf die im deutschen Raum, Matt hat ja schon gezeigt, dass es in den USA anders ist, im deutschen Raum vorliegende Definitionslage. Ob das gelingen wird, den Begriff sozusagen so auszuweiten, weiß man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, aber immerhin geschieht es das. Wir sind dabei, das auszuarbeiten. Ich finde auch, wir sollten das erproben und uns dann verständigen darüber, was wir gerade tun. Und dafür wäre es dann vielleicht nochmal gut, das in Erinnerung zu rufen. Also ein demokratisches Korrektiv, da ist ziviler Ungehorsam gedacht als etwas, zu dem man in lokal und zeitlich begrenzter Hinsicht greift, wenn der Prozess institutioneller Politik blockiert ist in einer bestimmten Situation, einschließlich dessen, dass das die Mehrheitsverhältnisse tangiert. Das heißt, die Mehrheit sieht das nicht so, dass diese Blockade ist, also greift die Minderheit, die das sieht, zum lokal und zeitlich begrenzten Mittel, um wie ein Korrektiv zu wirken. Das ist die klassische Form. Und was gegenwärtig geschieht, ist aber doch eine entscheidende Erweiterung. Und Matt hat auch schon davon gesprochen. Und was ändert sich dort? Der entscheidende Punkt ist tatsächlich, dass diese in dieser Korrektivfunktion des zivilen Ungehorsams, der alten, noch immer in Geltung befindlichen Definition, ist eingeschrieben so etwas wie ein Primat der institutionellen Politik. Das heißt, Politik eigentlich ist das, was in Parteien, Verbänden und dann in Parlamenten und schließlich in der Regierung und das eingehegt durch die Rechtsordnung. Das ist Politik und wenn die blockiert ist, dann greift man zur direkten Aktion der Bürgerinnen und Bürger mit dem Sinn, die Blockade zu brechen und danach geht der normale Geschäftsgang der eigentlichen Politik weiter. Das ist die klassische Konzeption. Was wir jetzt beginnen zu entdecken und zwar, glaube ich, entlang dessen, was Matt eingeführt hat, befinde ich mich unter Umständen, wo ich von partieller Korruption, so hat er es genannt, sprechen muss und dann stelle ich mich außerhalb und mache eben diese Korrektivfunktion oder befinde ich mich in einer Situation umfassender Korruption. Das ist, glaube ich, das, so wie wir im Moment dabei sind, das Problem zu definieren. Ja? Und damit weitet sich das, was wir unter zivilem Ungehorsam verstehen. Er ist nicht mehr nur die vorübergehende Unterbrechung, die eine Blockade in der eigentlichen Politik aufbricht, sondern wir schaffen einen ganz anderen politischen Raum. Einen Raum, der eröffnet wird und der gehalten wird und ausgebaut wird von denjenigen, die sich selbst ermächtigen zum politischen Handeln außerhalb der institutionalisierten Politik und auch mit der ausdrücklichen Selbstermächtigung zum regelverletzenden Handeln. Das ist das, was aktuell geschieht. Und so verstanden ist es dann eben nicht mehr nur ein Korrektiv, und zwar der entscheidende Punkt ist, wir gehen nicht davon aus, dass wir, so wie bei dem Beispiel mit dem Mutlangen-Kaserne, dass wir jetzt mal zur zivilen Ungehorsam greifen, damit es danach wieder ordentlich weitergeht, sondern wir gehen sehr viel weiter. Wir stellen tatsächlich die Frage nach der Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse selbst und wir sehen gar keinen anderen Ausgangspunkt, als uns dazu zu ermächtigen und dafür den Raum zu schaffen. Und zwar durch Aktionen, wie wir das in unserem Raum jetzt speziell und in jüngerer Zeit, ich hege das jetzt nur darauf ein, Heiligendamm folgende erlebt haben. Ich glaube, dass man diesen Punkt machen muss. Ich glaube, dass man die Bereitschaft dazu stärken muss, dass man die Aufmerksamkeit darauf richten muss, dass wir uns tatsächlich verstehen sollten, als das ist es, was wir tun, worauf wir setzen. Und dann braucht man natürlich einen Begriff dazu. Und im Moment ist es so, dass wir diesen Begriff des zivilen Ungehorsams
dafür verwenden. Und das macht auch einen gewissen Sinn, weil der zivile Ungehorsam ist ja, das habe ich, glaube ich, heute Morgen schon mal gesagt, nicht aus der Entgegensetzung von zivil und militärisch zu verstehen. Ja, das heißt nicht sozusagen, es gibt Gewalt und dann gibt es den gewaltfreien Widerstand, sondern zivil geht zurück sozusagen auf den lateinischen Ausdruck dessen, was Bürger ist. Es ist das selbstermächtigte und selbstorganisierte und selbstbestimmte Handlung der Bürgerinnen und Bürger selbst, in Differenz zu denjenigen, die sie zu vertreten behaupten. Ja. Deswegen macht es Sinn, den Ausdruck zivilen Ungehorsam zu verwenden, nur die Wende, das sage ich jetzt zum letzten Mal, dann höre ich auch, die Wende besteht darin, dass wir nicht lokal und zeitlich begrenzt das vortun, sondern dass wir eine ganze politische Prozedur und Periode eröffnen und dass wir wissen, dass das dauerhaft so sein wird und dass wir in eine Situation eines auf Dauer gestellten Konflikts zwischen dem ganzen Bereich der institutionalisierten Politik tun und dem politischen Handeln, zu dem wir uns selbst ermächtigen. Ich halte das für notwendig, das zu tun, wenn der Begriff des zivilen Ungehorsams hilft, diese Notwendigkeit verständlich zu machen, dann wäre ich dafür, dass wir ihn auch verwenden. Vielen Dank. Das heißt, auch wenn er nicht hilft, dann wärst du dagegen, ihn zu verwenden, wahrscheinlich. Nein, aber es wäre unklug, drauf zu, wenn wir das nicht verdeutlichen könnten, dann müsste, wir bleiben ja an der Sache selbst, würde ich festhalten. Diese Selbstermächtigung im Regelbruch, auch in der Rechtsverletzung zu agieren und das auf längere Zeit und nicht nur in einem lokal begrenzten Raum, als Definition sozusagen. Das ist es, was wir wollen. Und darüber müssen wir uns verständigen, darüber müssen wir Debatten führen. Wenn es nicht möglich ist, das zivilen Ungehorsam zu nennen, dann wäre es klug, nach einer bestimmten Probezeit einen anderen Begriff zu wählen. Aber wir haben es so begonnen und es gibt obendrein, außer der Reflexion der Aktivistinnen und Aktivisten, das haben wir ja vorhin debattiert, auch einige Theorieansätze, die das tun. Das ist eben eine Veränderung zu den 80er Jahren, als Rawls und Habermas die Definitionsmacht darüber hatten, was ziviler Ungehorsam ist. Heute wird es auch in der Theorie anders gedacht und das erhöht die Chance, dass das mit diesem Begriff auch so funktioniert. Aber an der Sache halte ich auf jeden Umständen fest, wenn der Begriff nicht trägt, dann wählen wir einen anderen. Die Sache ist es, um die es geht. Gut, dann reden wir genau an diesem Punkt auch mal weiter. Und zwar, wie denn zu meiner Rechten sitzt der Ringo von der Verdi. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie sehen die denn diesen Begriff des zivilen Ungehorsams? Ich habe in der, glaube ich, aktuellen Beschlusslage der Verdi gelesen, das Moment des zivilen Ungehorsams und politischer Streik soll gestärkt werden bei euch. Das heißt ja, ihr bezieht euch ganz explizit auch auf diesen Begriff. In welchem Verständnis tut ihr denn das für eure Praxis? Ja, in welchem Verständnis tun wir das? Also vielleicht mal eine Vorbemerkung dazu noch. Also Beschlusslagen sind ja durchaus eine wichtige Angelegenheit, aber letztendlich stellen sie ja nichts anderes dar, als im besten Fall die Zusammenfassung eines Diskussionsprozesses, eine Grundlage. Aber als solches verändern sie auch erstmal nicht die Welt. Aber so eine Grundlage ist schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht gar nicht mal so unwichtig. Und ich möchte an der Stelle kurz ein bisschen ausholen so und auf Gewerkschaften im Gesamtkontext mal raufschauen, auf die DGB-Gewerkschaften. Ihr könnt euch vorstellen, dass da Fragen von zivilen Ungehorsam aus Richtung der Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaft der Polizei ein Stück weit anders betrachtet werden als beispielsweise von der IGBAU, wo die Kollegen, die auf dem Bau sind, durchaus viel Erfahrung in Sachen zivilen Ungehorsam haben, weil sie gar keine andere Chance haben, als praktisch regelwidrig nach den gesetzlichen Grundlagen eine Baustelle zuzumachen, wenn sie die tatsächlich dicht machen wollen, um eine Tarifforderung zu unterstreichen. Oder geblickt auf Verdi und den breiten Dienstleistungsbereich. Auch da haben wir völlig unterschiedliche Erfahrungen. Es klingt vielleicht so ein bisschen komisch oder fühlt sich komisch an, wenn man sich vorstellt, dass Kolleginnen und Kollegen aus dem Finanzdienstleistungsbereich mit mal ihre Sparkasse oder ihre Deutsche Bank besetzen. Klarer wird das Ganze vielleicht schon oder auch vorstellbarer, wenn man in den Hafenbetrieb hineinschaut und sich klassisch wirklich große, kräftige Hafenarbeiter vorstellt, die zum Beispiel zu einer Demo nach Brüssel gefahren sind, als die Beschlussfassung zu Port Package 2 anstand und sich mal eben nicht sagen lassen haben, ihr kommt hier nicht rein, sondern da wird die Polizei zur Seite getragen, da wird auch das Polizeiauto zur Seite getragen und dann geht man halt weiter. Ähm,
Das soll so ein bisschen deutlich machen, halt, wie vielfältig auch die gesamte Bandbreite ist. Wir haben uns als WRD Jugend ganz aktiv eingebracht in den letzten Jahren, insbesondere in die Bündnisarbeit rund um Dresden stellt sich quer. Zum einen, weil wir es richtig fanden, dass wir da aktiv werden. Nazis haben halt nichts zu suchen, nicht in Dresden und nicht irgendwo anderswo. Es hat aber natürlich für uns als Organisation auch eine ganz wichtige Bedeutung, weil Gewerkschaften per se jetzt erstmal ihr hauptsächliches Betätigungsfeld im Betrieb haben. Betriebliche Konflikte sind sozusagen unser Alltagsgeschäft. Allerdings sind diese betrieblichen Konflikte häufig gesellschaftlich relevant, wenn man beispielsweise auf die Frage schaut, wie gestaltet sich Arbeitszeit oder wie findet letztendlich auch Vergütung statt, wie viel Geld bekomme ich oder für wie wenig sind wir dann bereit zu arbeiten. Und wenn man da die Frage mal stellt, wie kann man seine Forderungen untermauern, dann ist der Streik, also das kollektive Entziehen der wahren Arbeitskraft, sozusagen unser stärkstes Mittel. Das greift aber an manchen Stellen nicht mehr. Ein Beispiel: im Einzelhandel zum Streik aufgerufen, das dauert keine 2 Stunden, dann sind, selbst wenn das gesamte Kaufhaus leer gewesen ist, sind da neue Leute rangeholt, im Zweifelsfalle aus Leiharbeitsfirmen, und der Dienst geht ganz normal nach Vorschrift weiter. Also das Verkaufen läuft halt einfach weiter. Dagegen etwas Effektives zur Wehr zu setzen, zu schauen, wie man da anders vorgehen kann, hat auch zu einem Umdenken letztendlich geführt. Vielleicht habt ihr das mal an der einen oder anderen Stelle mitgekriegt, Stichwort Flashmobs. Man packt irgendwie Körbe voll mit Waren, lässt die Waren dann stehen, oder 50 Leute gehen einkaufen, jeder eine Weintraube, macht an der Kasse dann halt auch einen kleinen Stau, wenn das da abgewegt werden muss. Sind natürlich alles kleine Reformen jetzt endlich mal so, aber zielt alles auf dasselbe ab. Ja, sich seiner Stärke bewusst zu werden, zu schauen halt, wie reagiert der Gegner, und kollektiv zu handeln, also Stärke tatsächlich zu erleben, Bewusstsein zu erleben. Zurück zur Verdi-Jugend und dem Thema zivilen Ungehorsam, nochmal am Beispiel von Dresden stellt sich quer. Wenn wir uns als Gewerkschaften nur darauf konzentrieren, im Betrieb zu bleiben und dort Konflikte zu bearbeiten, vernachlässigen wir ein ganz wichtiges Standbein, und das ist der gesellschaftliche Raum. Um diese Erfahrung für unsere Aktiven auch möglich zu machen, haben wir uns beispielsweise auch mit eingeklinkt, um halt Bündnisarbeit praktisch erlebbar zu machen, um unseren Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen, an einer Blockade, an einer Demonstration teilzunehmen und für sich selbst zu hinterfragen, wie weit mag ich denn eigentlich gehen, und auch festzustellen, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist, wenn man Regeln, die von irgendwo aufgestellt sind, übertritt, weil es halt richtig, weil es legitim ist, genau diese Regeln, diese Grenzen in Frage zu stellen und Mehrheitsmeinungen letztendlich auch optisch und nachhaltig unter Beweis zu stellen. Und genau davon können wir an vielen, vielen Stellen halt profitieren. Insofern ist ziviler Ungehorsam für uns auf der einen Seite praktische Solidarität, Erfahrung sammeln in einem Bündnis für eine richtige und wichtige Sache, und auf der anderen Seite auch ein ganz wichtiger Prozess, um Gewerkschaften ein Lernen zu ermöglichen, rauszukommen aus einer, naja, ich sag mal, mehrjährigen Starre, die uns in weiten Teilen durchaus erfasst hat. Ja, vielen Dank. Du hast ja jetzt sehr stark sozusagen betont die Rolle von zivilem Ungehorsam als politisches Mittel in der direkten sozusagen politischen Arbeit. Das würde ich gerne aufgreifen und nochmal nach Amerika gucken sozusagen. Diese Idee von kollektivem Regelübertritt, wie hat sich das denn ganz konkret in zum Beispiel der Parlamentsbesetzung in Wisconsin, wie hat sich das dann da geäußert, diese Idee von zivilen Ungehorsam auf praktischer Ebene sozusagen? One of the main things that made the Parliament occupation, and we use the word Capitol, the Capitol building, which is the equivalent of the Parliament building, one of the things that made the Capitol occupation successful and working specifically and on the ground was that it developed in a way that made it seem perfectly natural to stay there, even though in fact we were breaking laws, in fact we were openly trespassing. But we did it in such a way, and I talked about this in some detail with the teach-in earlier, we did it in such a way that it felt perfectly natural, and it was an extension of something that was
that was in conformity with the system. Let me explain. We began using a procedural tactic to delay the progress of a bill that would have removed public sector unions. There would be no more public sector unions with this bill, a serious attack on the economic system. And it was a purely defensive, at least at first, a purely defensive action. Due to certain rules, it's possible for the public to be testifying at a committee hearing, and as long as they keep testifying, the vote can't be taken. So we organize, and it's never been done before, but the rules are set up to allow this. So we organized people to keep talking all through the night, and that involved bringing sleeping bags and food and so forth to support the group. The occupation of staying overnight began that way. Once the hearing did finally end, we had been already staying there for several days, and there were certain other developments that had occurred that the bill had not yet passed, and so there was still a chance at defeating it. And we had come to establish a form of organization within the building, and it felt perfectly appropriate to remain. We ended up staying for 17 days and 17 nights. The vast majority of those nights, it was illegal. There were a couple of nights when it was technically legal because the lower house of the state was in session deep into the night, and the building is supposed to be open for them. But the vast majority of those times, it was illegal. But in this case, it's too much to say it was conformist, because it was not at all conformist to use this innovative procedure with the public hearing. But it was allowed, and it was perfectly consistent with the rules, even though it was a novel application of those rules. So it started with doing something that was allowed, and it progressed by doing the same thing over a longer period of time into something that was not allowed, into something that was in fact illegal, and that we had to do quite a bit of negotiating with law enforcement to prevent ourselves from all being arrested and carried out. Although eventually that did occur. To understand the relationship a little better, I'd like to propose a theoretical framework for your consideration, and it builds on what the three of us have been talking about, and to some extent also what Alex was talking about in his keynote address this morning. This theoretical framework draws on a recent work by an American sociologist named Eric Olin Wright, and it goes like this. There are, broadly speaking, three ways that social change happens. Way number one is through, and this is in no particular order. Number one, replacing existing institutions, destroying institutions and replacing them with new ones. That's a ruptural change. You could call it ruptural transformation. This kind of thing happens in major political revolutions, for example, or other significant reorganizations of some part of the social system. Way number two is the institutions stay in place, the same ones that existed before the action, exist at the end of the action, but they're altered in some way. So instead of indirectly electing members of parliament, you directly elect members of parliament. Or instead of appointing certain positions, you elect certain positions. Or you change the laws under the terms of unionization, or any number of things. We can call this symbiotic transformation because it's in symbiosis with the system. It keeps the system consistent. And a third possibility is to create new institutions without destroying the old institutions. So they exist in parallel, and maybe at first the new ones are very small. Maybe they grow, maybe they go out of existence, but you're doing something that's different from the dominant form of organization within that form of organization. For example, worker-owned cooperatives that are truly worker-governed, those are not a capitalistic form of economic production, but they can exist within a capitalist system. They are a parallel structure. We could call this, the word that's used is interstitial transformation, because it emerges within the interstices, the gaps, if you will, of the existing social system. Now, for those of you who, so those three ways, ruptural transformation, symbiotic transformation, and interstitial transformation. Those of you who know strategic Marxist theory might think that this reminds you of Antonio Gramsci and what he talks about with the war of maneuver and the war of position. And it is similar,
quite similar to Gramsci, but with a twist. The twist is that they can happen at the same time. These three things aren't mutually exclusive. There's nothing that says that you can't be doing one, for example, symbiotic transformation, while also doing another, like interstitial transformation. And indeed, they build on one another, and a series of interstitial transformations can make a ruptural transformation much more likely. To mount a full-on socialist revolution today would likely fail. To do a series of transformations within capitalism over the course of many years, perhaps it would change. This is the way capitalism developed in the first place, with self-governing towns that were outside of feudal structures, and they amassed more capital over time, and they were able to use lending practices. And the story, of course, is long and complicated, but over the course of a long time, with a great deal of struggle, they moved from one structure of system to another. And so to bring it back to the question that is the title of this panel, democratic corrective or radical transformation, and in this framework, the democratic corrective, if they're done properly, and if they're done in a way that builds upon one another, can create the conditions in which the revolutionary transformation would occur. So like Thomas, I see it as a from or an and, more than I see it as an or between those two options. Ja, vielen Dank. Da ist sogar schon fast ein bisschen das vorweggenommen, was ich Thomas auch gerne fragen würde. Du hast gerade eben in der ersten Runde sozusagen gesagt, dass man sozusagen so einen permanenten Zustand von zivilem Ungehorsam sozusagen haben müsste und dass es eben nicht nur an ein punktueller Widerspruch sein darf in einer bestehenden Ordnung. Wir haben jetzt gerade eben von Matt ja auch im Prinzip eine Idee gehört, wie das ineinandergreifen kann, verschiedene Formen ineinandergreifen kann, um Gesellschaft auch wirklich zu verändern. Und da würde ich auch nochmal dir ganz konkret die Frage stellen, wie kann das denn gehen? Also wie denkst du denn, was kann das sozusagen bedeuten, dieses erstmal, sagen wir mal, politische Mittel des zivilen Ungehorsams, was kann das für eine radikale Linke bedeuten, um wirklich eben so eine permanente Veränderungsform zu finden? Wie kann das denn funktionieren? Da würde ich an das anknüpfen, was du am Schluss gesagt hast, mit dem, was die radikale Linke quasi vorschlagen sollte. Es gibt ja eben eine radikale und eine nicht radikale, also moderate Linke. Die moderate Linke hat die Aufgabe und sollte das auch tun, bestimmte Forderungen zu stellen innerhalb des bestehenden politischen Rahmens. Die Forderungen sind, die offensichtlich den Leuten helfen, ihre Situation verbessern und so weiter und so weiter. Das ist das, was die moderate Linke tut. Sie artikuliert, was notwendig wäre, um zu tun, damit es den Leuten besser geht. Ich sage es jetzt mal so einfach. Die radikale Linke sollte sich meines Erachtens dadurch nicht unterscheiden, indem sie sozusagen auf die Forderungen der moderaten Linken nochmal was drauf tut. Das ist so das Vorgehen trotzkistischer Kleinparteien in der Regel. Ja? Also die Sozialdemokraten fordern dieses und jenes, die Trotzkisten legen sozusagen 5 Euro drauf. Das ist meines Erachtens nicht die Differenz, um die es geht, sondern die Aufgabe der radikalen Linken besteht meines Erachtens darin, in einer bestimmten Weise politisch vorzugehen und darin vorzuschlagen, dass alle so vorgehen sollten. Das ist ein Unterschied. Das besteht nicht darin, dass ich andere Forderungen stelle als die Moderaten. Und dieses Vorgehen heißt, jede Herrschaft gründet sich darauf, dass sie als nicht eine, sondern als die Ordnung schlechthin gilt. Und was geschehen kann, hat innerhalb dieser Ordnung zu geschehen. Das kann nur dann brechen, und das toppt sich in unserer Zeit, das macht auch wieder die Aktualität aus des Rückgangs auf zivilen Ungehorsam, in unserer Zeit, in der die Herrschaft auch gar nichts mehr anzubieten hat, weil sie nur noch elende Sachen vorschlägt und uns aufoktroyiert, begründet sie sich ja auch nur noch mit zwei Dingen. Das eine ist, es gibt sowieso keine Alternative, die Ordnung ist die Ordnung, es muss so sein. Und das andere, das einzige Angebot ist, außerhalb der Ordnung gibt es die Unsicherheit. Also ist Sicherheit das einzige Angebot. Wenn man das brechen will, muss man diese Erfahrung, dass es ein Jenseits der Ordnung gibt, das muss als Erfahrung erst wieder zurückgeholt werden, weil die Herrschaft beruht darauf, dass diese Erfahrung nicht gemacht worden ist. Und sie soll auch nicht gemacht werden.
Und sie kann gemacht werden, genau, und das ist eine andere Definition als oder eine weitergehende Definition des zivilen Ungehorsams als in den 80er Jahren, weil es darum geht, das als dauerhafte Praxis vorzuschlagen. Das heißt, dass der Vorschlag der radikalen Linken ist das Vorgehen, sich selbst zu ermächtigen, um zu selbst zu handeln und in eigenem Namen zu sprechen und sich dazu auch über die Vorschriften hinwegzusetzen. Und das ist sozusagen der Vorschlag selber, den auch den Leuten gemacht wird. Dazu muss man Formen finden und da sind in der letzten Zeit Erfahrungen gemacht worden in Deutschland. Ich gehe jetzt von Heiligendamm bis Stuttgart und Schottern, aber wir haben eine viel großartigere und das ist heute Morgen ja Thema gewesen, mit den Erfahrungen dessen, was ab Ende 2010 im arabischen Raum passiert ist. Dort war genau das, wovon ich am Eingang sprach. Es gibt eine Ordnung, die als unabänderlich galt. Und die auf immer gestellt war. Und die Genossin aus Kairo hat ja auch erzählt, dass sie selber, das heißt die marginalisierte linke Opposition, sich in dieser Ordnung bewegt hat und dort versucht hat, sich links zu platzieren. Dann ist der Tahrir-Platz. Was ist der Tahrir-Platz? Die Leute haben sich tatsächlich hinweggesetzt über das, was als Politik galt und haben einen neuen, und das ist jetzt wieder der Punkt, sie haben einen ganz neuen Raum geschaffen, den Tahrir-Platz nicht nur als Raum in der Stadt, sondern als politischen Raum, als Ort der Zusammenkunft, in dem letztlich dann beschlossen wurde, Mubarak muss gehen. Und sie haben diese Forderung aufrechterhalten über den polizeilichen Angriff hinweg. Das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, die Wende lag in diesen Tagen, als die Kamelreiter den Tahrir-Platz angegriffen haben und die Leute nicht gegangen sind. Deutlicher kann man das Einhalten der Regeln nicht einfordern, als die Kamelreiter das getan haben. Die Leute haben aber massenhaft die Erfahrung gemacht, dass die Kamelreiter nicht von Belang sind, wenn sie auf dem Tahrir-Platz bleiben wollen. So, und das, ich sage jetzt nicht, dass wir morgen den Tahrir-Platz hinkriegen, aber wenn ich eine Wende im Anschluss an Ringo machen muss, der Ringo hat von den Erfahrungen der Entwertung des Streiks gesprochen. Das hat zu tun mit der Entwertung, mit der Transformation des Kapitalismus in den letzten 30 Jahren. Ich meine, das wissen wir alles, bla bla bla. Ja, so. Und eine Möglichkeit ist es aber, wenn es tatsächlich so ist, dass der Kapitalismus und die Arbeit, die Verwertung von Kapital den ganzen Raum und die ganze Zeit von uns in Anspruch nimmt, die ganze Stadt und unsere ganze Lebenszeit, das ist ja der Kern der Veränderung, dann ist ein Ort des Streiks gegebenenfalls der städtische Raum. Auch dafür gibt es erste Erfahrungen. Aber das bedeutet, dass man auch hier die Regel brechen müssen. Wenn die Stadt der Ort der Verwertung ist, in der der Kommerz stattzufinden hat, der Warenverkehr und so weiter. Wenn das der Raum der Stadt ist, dann lasst uns eine andere Definition über den städtischen Raum. Dann machen wir das in der Tendenz zum Tahrir-Platz. Ja? Und wenn ich das jetzt so sage, dann finden das vielleicht hier im Raum, wenn ich auf die Straße gehen würde, würden sie mich für bekloppt halten, wenn ich das vorschlage. Deswegen glaube ich, dass man, und das ist eine andere Rolle der Aktion des zivilen Ungehorsams, wenn man in Vorgriff tritt, um eine größere Offensive nachzuholen. Nicht, ich mache jetzt mal eine Blockadeaktion in einer Stadt, damit die institutionale Politik besser läuft, sondern damit die Blockade einer ganzen Stadt verstanden wird als eine Handlungsmöglichkeit, die allen offen steht und mit der die Ordnung überhaupt erst zur Disposition gestellt werden kann. Das ist es doch, wovon wir reden. Darauf zielt doch all unser Nachdenken über die Ausweitung dessen, was man unter zivilem Ungehorsam versteht. Zivil wirklich nochmal verstanden in diesem entschiedenen Sinn. Es ist die Selbstermächtigung der Bürgerinnen und Bürger zu dem Handeln, das sie jetzt als notwendig setzen. Und das hat etwas mit, zum Beispiel mit der Frage zu tun, wenn es im Moment so ist, dass von der EZB und der Troika aus sozusagen tatsächlich formal demokratische Verhältnisse ausgehebelt werden und über die EZB klassische Putsche durchgesetzt werden, sodass man ja fast aus demokratischen Gründen an die Stelle Berlusconis treten muss, wenn er denn durch einen EU-Putsch, durch einen Bankmanager ersetzt wird, ja, dann ist natürlich die Frage, wie können wir dieses, was da abläuft und einfach über uns hinwegläuft, wie kann das angegriffen werden? Und dann ist beispielsweise, ich sage das jetzt nur, weil das jetzt ein Ziel ist in der nächsten Zeit, den wir aktivistisch in der Hand haben, dann ist die Frage, kann man das
exemplarisch in einer Aktion zivilen Ungehorsams am Ort der EZB durchführen, vorführen. Und macht man das so klug und so einladend, dass verständlich wird, das ist eine Handlungsmöglichkeit für alle und auf Dauer gestellt, nicht ein einmaliger Event. Darum, glaube ich, geht es jetzt in der nächsten Zeit. Ja, vielen Dank. Ich möchte dann noch einmal bei Ringo nachfragen oder nachhaken. Du hast ja gerade eben die Bedeutung von zivilen Ungehorsam für Gewerkschaften dargestellt und auch nochmal betont. Also so ein bisschen salopp gesagt, ist es ja zumindest nicht unbedingt so, dass jetzt die deutschen Gewerkschaften als besonders wild und sich alles nehmen, was sie wollen, als besonders ungehorsam gelten in so einer Meinung. Also wie kann das denn, so eine Perspektive, die eben so ein Mittel von zivilem Ungehorsam stärker in den Mittelpunkt rückt, wie kann das denn konkret sozusagen sich umsetzen in der Ebene von Gewerkschaften? Also ich glaube, auch da lohnt es sich ganz kurz, so ein, zwei, drei Schritte zurück in die Geschichte zu machen. So, also ganz wesentliche Steps, Gewerkschaften am Anfang, quasi darum bemüht, überhaupt erstmal sich gründen zu können, eine gewisse Legitimation zu bekommen, ausgehend von Konfliktlinien im Betrieb, aber mit einer gesamtgesellschaftlichen Gestaltungsperspektive. Step 2, Zerschlagung der Gewerkschaften, Stichwort Nazizeit, glaube ich auch bekannt. Und Step 3 an der Stelle, total unterschiedliche Entwicklungen von Gewerkschaften in Ost und West. Ich bleibe mal bei den alten Bundesländern an der Stelle, weil da wird es interessant, wie hat sich das Ganze denn entwickelt? So, wir hatten im Nachkriegsdeutschland, in den alten Bundesländern, eine Situation, wo praktisch drei Parteien oder drei Institutionen miteinander mehr oder weniger einen Kompromiss ausgehandelt haben. Also praktisch das politische Establishment, wir haben dann den Wirtschaftsbereich und die Gewerkschaften dort eher zu verstehen als eine Institution, als ein Apparat. Und das hat auch lange Zeit gut funktioniert. Also man hat viele Sachen durchsetzen können, Lohnerhöhungen, Arbeitszeit, alles Mögliche, auch auf gesetzlicher Ebene, Stichwort Kündigungsschutz und. Und das hat so lange funktioniert, wie die Gelddruckmaschine auch funktioniert hat. Und erst als die ins Stottern gekommen ist, musste man sich halt andere Wege überlegen. Und in dieser Stotterphase sind wir so seit etwa 20 Jahren ziemlich genau drin. Für manche Gewerkschaften hat das ziemlich lange gedauert und manche überlegen immer noch, wie sie damit umgehen. Ein Großteil hat aber umgeschwenkt, also hat umgedacht. Und ein ganz wesentliches Moment in diesem Umsteuern, in der Ausrichtung der Arbeit ist es, nicht Gewerkschaft als Apparat zu sehen und halt auch als Dienstleister aufzutreten. Also so nach dem Motto, werd bei mir Mitglied, schmeiß oben den Mitgliedsbeitrag rein, kommt unten Tarifvertrag raus. Das funktioniert am Automaten, so da kann man sich Kaugummis oder sonst was ziehen, aber das funktioniert nicht, wenn man tatsächlich sagt halt, ich will meine Interessen durchsetzen. Sprich, Gewerkschaften haben von ihrer Art und Weise ihr Denken, ihr Handeln verändert und die Mitglieder tatsächlich wieder in den Kern ihres Handelns gestellt. Was auch bedeutet, dass beispielsweise so ein Gewerkschaftsapparat Macht abgeben muss, hin zu Aktiven auf der Betriebsebene, auf der Ebene einer Stadt oder halt auch bundesweit in sämtlichen Fragen, die die Mitglieder letztendlich beschäftigen. Ich halte das für einen ganz, ganz wichtigen Ausgangspunkt bei der Frage, wie stellen sich denn Gewerkschaften zukünftig auf? Vor 10, 15 Jahren stand in verschiedenen, ich sag mal, Werbebroschüren von Gewerkschaften drin, dass es in Deutschland ganz besonders wenig Streiktage gibt. Und haben sich etliche Gewerkschaften gerühmt, ich sage nicht welche. Gibt da ein paar, die dafür verdächtig sind, dass sie relativ wenig gestreikt haben. Aber eine richtig schöne Aufstellung, so Deutschland, Frankreich, Italien und allem drum und dran, würde man diese Statistik auch für zum Teil dieselben Organisationen, die damals erwähnt waren, nochmal neu berechnen, hätte sich da einiges getan. Ganz, ganz konkret bei uns im Laden, also im Dienstleistungsbereich, wir haben enorme Auseinandersetzungen, die zum Teil über Wochen hinweg laufen. Manche Sachen werden sehr groß wahrgenommen, 2008 beispielsweise, 6 Wochen Streik im öffentlichen Dienst. Das merkt man immer sehr genau an genervten Eltern, weil die Kinder nicht in den Kindergarten gehen können und an übervollen Mülltonnen, weil die nicht abgeholt werden. Andere Streiks merkt man nicht so. 2 Jahre Tarifverhandlungen, bevor es einen Abschluss gegeben hat im Einzelhandel. Da hat, glaube ich, kaum jemand was von mitbekommen, sind aber nicht weniger harte Auseinandersetzungen.
Um nochmal den Bogen auch zur Frage letztendlich zurückzuziehen. Wenn wir als Gewerkschaften unseren Auftrag, für die Mitglieder da zu sein, tatsächlich ernst nehmen wollen, wenn wir zusammen mit den Mitgliedern Verbesserungen durchsetzen wollen, und zwar nicht nur auf einer betrieblichen Ebene als Bittsteller, sondern als vernünftige Kraft, die berechtigte Ansprüche übersetzt und halt auch als gesellschaftspolitische Kraft wahrgenommen werden wollen, die durchaus halt auch eine Perspektive aufzeigt, die da halt sagt, es geht nicht um ein paar Stellschrauben im System, sondern man darf, man muss weiterdenken, dann gibt es keinen anderen Weg, als in den Konflikt zu gehen. Und zwar mit den Leuten. Und damit das klappt, muss man Momente schaffen, damit dieses Gefühl, ich kann zusammen mit anderen etwas bewegen, gemeinschaftlich sind wir ein Wir. Diese Momente muss man schaffen, muss man ganz aktiv schaffen. Für uns als Verdi und auch nochmal für ein paar andere ist das im Rahmen des DGBs halt die entscheidende Perspektive, auf die wir uns eingelassen haben. Und wir sehen da auch keinen anderen Weg.